Wenn ich durch die Stadt laufe, wundere ich mich, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich frage mich, was nehme ich eigentlich wahr, wenn ich an Häusern und Menschen vorbeilaufe? Und warum gerade das und nicht etwas anderes? Kann ich meine eigene Wahrnehmung verändern, vertiefen oder sogar verwandeln? Ich lasse mich auf ein filmisches Experiment ein. Damit sich mein Blick weiten kann, setze ich mich mit 4 Menschen auseinander. Jeder von ihnen hat eine ganz spezielle Wahrnehmung. Ich versuche, durch ihre Augen den Alltag anders zu sehen. Der Grund, warum ich hier stehen geblieben bin, ist, ich hatte Kopfschmerzen, also mir jetzt da vorne die Stirn, und ich einen Druck verspürt. Ich frage mich dann immer, wieso dass ich es am Kopf vorne merke. Es ist einfach bezüglich der Örtlichkeit, wo ich da bin, oder das Gebäude, das hinter mir ist. Es ist dann auch nach dem Kopfschmerz, habe ich gemerkt, ich kann nicht so gut schnaufen. Mir hat es ein bisschen den Schnauf genommen, als ich hier nachher stehen geblieben bin. Die Sachen merke ich, wenn bei Geschäften oder bei Gebäuden nicht so richtig kommuniziert wird oder nicht so gut umgegangen wird mit den Leuten selber. Oder, das heisst dann einfach mehr für mich, für den Schnauf, dass mir der Schnauf mehr nimmt, ist, dass man nicht so gut kommunizieren oder nicht so ehrlich kommunizieren, wie es ist. Und spielt dann gar keine Rolle, was für ein Gebäude das ist. Es ist einfach mehr, wie man damit umgeht, mit den Leuten drinnen selber. Und, das sind die Sachen, die ich so körperlich fest wahrnehme. Ja, was? Was legen wir los? Gut. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an
Ferien, Holland und Belgien, das Glockenspiel, muss ich sagen, da kommen wirklich gerade ein bisschen Feriengefühle auf und Erinnerungen. Mich dünkt, es ist heute an der Bahnhofstrasse an dem Ecke ganz spezielle Stimmung. Das heisst nicht nur an dem Ecke, sondern jetzt also die ganze Strecke. Es hat Menschen rum, es ist eine Geschäftigkeit da. Die Leute laufen drauf und durchab. Aber irgendwo auf eine Art finde ich das doch ein bisschen leblos. Leblos in dem Sinn. Da sprüht das Leben doch zum Teil sehr auch an der Bahnhofstrasse. Menschen sind fröhlich, sie lachen, sie freuen sich an der Mittagszeit. Und heute ist das irgendwie alles so ein verhalten. Fast ein bisschen trist und nüchtern irgendwie. Und ich denke jetzt auch die Ecke da, wo man noch den Querverkehr hat, das macht das Ganze auch noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen technischer und einfach, es lebt zu wenig. Ich finde, es lebt heute recht wenig, trotz aller Menschen, die unterwegs sind. Der Geschmack war jetzt fein. Gut nach Würstchen hat es geschmeckt. Hast du wahrscheinlich jetzt auch festgestellt. He? Wenn ich mich auf Bänkchen hinsetze oder so Gelegenheiten, wie es da sind, kann man gewisse Sachen merken. Die Personen, die vorher da waren, das ist mehr so eine Spielerei für mich selber. Aber gross prüfen kann man es ja nicht, wer da gehockt ist. Ich merke es einfach, Personen, die vorher mal da gehockt ist, deren ist es. Es ist spannend zu merken, ich merke, sie muss wie ein bisschen für sich verkältet gewesen sein. Für mich, ich merke das im Bauch, der rumort ein bisschen für mich. Oder ich komme oft so Anzeichen über, wie es mir gerade nicht so gut würde gehen würde oder ich will nicht verkältet werden.
Als wir hergelaufen sind, war es auch eher ein bisschen enger gewesen, von den Häuserabständen, von der Gassenbreite. Und da ist jetzt ein bisschen breiter geworden voran. Und das wirkt auch gerade so ein bisschen entspannend. Hingegen die Maschine, die jetzt hier kommt, das ist wieder alles andere als entspannend, sondern eher stressend, weil man nie weiss, ob man auch gerade mit hineingesogen wird. Für einmal offenbar Schwein gehabt. Die zwei Leute, die durchgelaufen sind, waren von sie, von ihr vor allem. Ich merke, sie hat sehr schüchterne Art an sich selber, dass sie sich nicht immer in die vorderste Reihe stellt, sondern zum Teil zurückgehalten ist. Aber wenn man sie so wirklich kennt, ist sie so eigentlich auch das Gegenteil. Sie ist, ist gerne die Person, die dann vorne steht und Sachen von sich zu Preis gibt. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, nicht alles, also nicht aus persönlichen Sachen, sondern mehr, ich sehe dann mehr den Ausgang, dass sie das Sachen gerne hat oder dort auch mal vorne steht und gerne tanzen. Aber er hat das nicht so gerne. Ist im Moment jetzt auch wieder da gibt es doch wieder Lämmen ins Haus. Ich
Hey, menschliche Noten zum ganzen Verkehrslärm und Zugscrollen. Doch, doch. Das macht es wieder sympathischer. Charmer.